Was geht ab, Freunde? Euer Ernesto hier und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf diesem Kanal. Ja, Freunde, heute seht ihr Part 2 vom London Vlog. Ich habe euch ja vorgestern Teil 1 hochgeladen. Wer das noch nicht gesehen hat, checkt das unbedingt aus. Da ist auch sehr, sehr viel passiert. Ich war gerade auf jeden Fall duschen gewesen, wirklich sehr, sehr nice. Und ich muss euch mal was zeigen, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das Badezimmer, also der Spiegel, der, seht ihr, der beschlägt nicht, weil der Spiegel in der Mitte einfach beheizt ist. Seht ihr das hier außen rum? Ist der voll beschlagen, aber da nicht. Also irgendwie in meinen Augen unnötig, weil es so voll die Energieverschwendung ist, aber ich dachte mir gerade, ey, krass, einfach der Spiegel beschlägt nicht so. Unsere Dusche am Morgen tut immer so gut. Heute ist auf jeden Fall der große Tag und zwar spielt heute Eldin das erste Mal jetzt quasi auf dem Offline-Event mit. Bin auf jeden Fall mal gespannt, wie er performen wird, ob er nervös sein wird oder ob er rasieren wird. Ich habe auf jeden Fall mal ein geiles Outfit wieder angezogen. Schön den Hoodie, die Jogginghose, die ich gestern auch anhatte. Und ja, jetzt geht es auf jeden Fall erstmal frühstücken. Ich bin auf jeden Fall auch noch ein bisschen platt, Leute, weil ich die letzten Tage so wenig gepennt habe. Ich war ja wirklich die ganze Woche unterwegs. Ich muss das erstmal alles realisieren, wo ich überall war. Das war echt eine geile, aber auch natürlich anstrengende Woche. Wenig Schlaf, viel Stress, aber dafür war es positiver Stress und so viel erlebt. Ja, ich würde sagen, Leute, Ernesto zieht sich jetzt nochmal kurz die Schuhe an und dann geht's runter zum Frühstück. So, Leute, jetzt frühstücken wir erstmal hier im Hotel. Boah, auf jeden Fall gute Auswahl. So muss das sein. Ja, machen wir mal ein Cappuccino hier. Ein Cappuccino! Cappuccino! Was? Bitte schön, danke schön. Please much! Boah, ich habe wirklich gar keinen Hunger, Alter. Nusswirt hat mich noch gesättigt heute Nacht. Für den kleinen Hunger, Leute. Ein bisschen Roastbeef, eine Hühnchen, eine Pizza. Wisst ihr, was das Lustige ist? Alle denken, ich bin der BVB-E-Sportler. Weil ich mit den Sachen rumlaufe. Gang Nummer 2 ist am Start, Leute. Ich habe mir auch noch mal was geholt. Ich zeige euch mal. Diesmal einen auf Stay Healthy. Wir haben einen wunderbaren Smoothie am Start. Boah, der schmeckt brutal. Der ist brutal. Der weiß ist besser. Der ist schon Donut geholt zum Frühstück. Digga, was ist das für eine Mische, Alter? Donut mit Bacon, Alter. Ich komme auf mein Leben nicht klar. Aber ich hab hier richtig geilen Roastbeef, Leute. Der ist brutal. Ein paar Melonen, Smoothies. Super. FIFA Gaming hat hier einen Laden in London. Sieht wieder aus wie bei Harry Potter, wo am anderen Ende auf einmal Voldemort steht, oder? Diese U-Bahn hier feiere ich auch nochmal. Das System ist hier stark aufgebaut. Man hat überall diese Linien und so, aber man muss da erstmal zurechtfinden. Das ist nicht so easy auf den ersten Blick. Ach, hallöchen. Boah, wir sind direkt vom Big Ben hier rausgekommen. Tagsüber sieht das Ganze auch nochmal anders aus. Auf jeden Fall haben wir heute geiles Wetter mitgebracht, Freunde. Geiles Wetter. Wir gehen jetzt so ein bisschen hier rum spazieren. Um 15 Uhr geht es dann aufs Event. Aber Wetter ist super. Gestern noch am Regnen, aber heute haben wir die Sonne mitgebracht. Boah, was ein Anblick, Leute. Big Ben und Big Ernesto. So, tagsüber sieht London Eye und Big Ben auf jeden Fall irgendwie cooler aus als abends. Ja, wir gehen da nicht drauf, Leute. Wir spazieren jetzt ein bisschen, also Plan ist zum Buckingham Palace noch mal ein bisschen zu laufen, so eine kleine Runde zu drehen, ein bisschen hier ein paar Sehenswürdigkeiten mitzunehmen. Ja. Ja, die Leute stellen sich gerade einfach an, um mit der Telefonzelle ein Foto zu machen, also das habe ich auch noch nicht erlebt. Hier, guck, so macht man einfach Selfie mit Telefonzelle. Einfach vorbeigehen. Hier, Selfie mit Telefonzelle. Perfekt, easy. Sogar noch mit Big Ben drauf. Viel besser. Oh, ein paar Eindrücke, Leute. Hier ein bisschen die Central Park Vibes aus New York. Echt sehr schön hier. Vor allem ist das so, wenn das Wetter geil ist, dann wirkt alles auch immer viel, viel geiler. Sowohl Fotos als auch Videos. Ich hoffe, es wird jetzt regnen. Es wird niemand so zum Geltung kommen, alles hier. Wir sind ja heute auf der E-Champions League, Tag 2. Und heute spielen die ganzen Deutschen, weil es ist so nach Regionen angeteilt. Heute sind 15 Deutsche dabei von 32 Teilnehmern. Das heißt, die Deutschen werden sich leider auch gegenseitig rauskicken. Man muss auf jeden Fall 3 Siege holen, damit man in die nächste Runde kommt. Das wird dann irgendwann in den nächsten Wochen sein, das Turnier. Wenn du 3 Niederlagen hast, dann bist du halt raus, ne? Ja, deswegen werden sich ein paar Deutsche auf jeden Fall da leider rauskicken. Ich bin gespannt, es wird mega spannend und ich freue mich auf Eldins Performance, ob der was reißen wird. Ich bin gespannt, aber er ist motiviert. Und ich werde ihn auch ein bisschen pushen. Genau. E-Sportler Ernesto hat da Erfahrung. Voll schön hier mit den ganzen Tieren. Wie Eichhörnchen. Sandy! Ist das Sandy? Hey, Sandy. Aber das sind hier diese Nordamerikanischen. Alter. Aber die hat nicht so einen Globus auf dem Kopf. Krass, einfach Sandy. Willkommen in der Wildnis. Heute ein Eichhörnchen. Hey! Kurr, kurr. Na, was geht ab, Bruder? Kurr, kurr. Guck mal, Tauben alle hier vereint, zusammen.
Lag Maniac sehr ruhig. Und hier sind wir angekommen, Leute, am Buckingham Palace. Einfach zu Fuß hier den ganzen Weg lang gelaufen. Aber eine angenehme Strecke, wir haben viel gesehen. Ich war ja, glaube ich, schon 3-4 Mal oder so hier. Aber es ist immer cool, hier am Start zu sein, alles mal zu sehen wieder. Auch die alten Erinnerungen wieder hochkommen zu lassen. Ich weiß noch, wo ich hier ein Foto damals in Phineas gemacht habe, wo wir da mit diesen Leuten geredet haben, die diese roten Anzüge haben. Oder versucht haben, mit denen zu reden, die haben keinen Mucks von sich gegeben. Warten die nicht so rote Sachen und so einen ganz großen Hut? So einen ganz großen schwarzen Hut eigentlich. Ja. Und die haben ja alle den gleichen Gang drauf. Sogar auch sehr synchron. Im Gleichschritt, Marsch. Dann. Bist du nicht gedient, der Anhänger? Alter, der bewegt sich ja gar nicht. Das ist sein Job. Das ist ja verrückt. Jetzt wird er ausgetauscht. Also? Wachablösung. Oh, das will ich mal sehen jetzt. Voll interessant, sowas zu sehen. Jetzt macht er kurz Meldung, ob irgendwas Besonderes war. Und dann wird er ausgetauscht. Was ist das denn? Was ist das für Fahrräder? Sollen wir uns auch mal so eins ausleihen? So, wir sind jetzt hier am Piccadilly Circus. Leider viel Baustellen am Start. Aber das ist hier, wo die ganzen Bildschirme sind. Und wer erinnert sich noch an die eine Mission bei MW? Das war auch hier. Da ist man hier irgendwie aus dem Bus gestiegen und ist hier lang gelaufen und so. Wer erinnert sich noch an diese Mission? Das war genau hier. Boah, wir sind so viel jetzt gelaufen, meine Beine tun weh. Ich will nicht wissen, wie viel ich die letzte Woche, also die letzten 7 Tage gelaufen bin. Von Berlin, Paris, alles Mögliche. Aber ja, Sport tut gut, ganz wichtig. Wir machen eine richtige Touri-Tour. Wir sind jetzt hier am Trafalgar Square. Ey, lief hier nicht auch dieser Film London Has Fallen oder so? Kennt ihr noch den Film London Has Fallen? Boah, ich krieg voll die Film-Déjà-vus hier. Aber überall Baustelle. Überall Baustelle. Krank. Das ist so heftig, wenn man hier vor 4-5 Jahren war. Ich weiß noch, hier waren wir irgendwo Pizza essen. Damals noch mit Phineas, Stefan und so mit allen waren wir hier unterwegs. Pizza essen, dann auf die ganzen EA-Events. Jetzt bin ich auch wieder wegen dem EA-Event hier. Sehr geil. Ja, wir machen uns jetzt langsam auf den Weg zum Event, weil wir sind ein bisschen spät dran. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin, da. The Sherlock Holmes. Schön tief rein, Bruder, tief rein. Das kennst du doch gut. Was geht ab, Bruder? Alles gut? Einmal niesen? Muss nicht. Ach, alles gut, ja. Mr. Harry Potter, wie war's? Erzähl mal. Komm. Das war auch nochmal krass. War schon schön. Ja, krass. Gibt's noch ein paar Eindrücke hier. Du warst auch nicht da, ne? Nein. Digga, wärst du mal mit gewesen. Es war so okay. Schön, ne? Ernsthaft. Ah, Baby, wie geht's dir? Wie geht's dir denn? Ja, super. Ja. Selbst. Und wir sind angekommen an der Location. Wo sitzt der Eldin? Wo ist der? Da vorne. Ah, der ist schon am Practicen, Leute. So wollen wir es sehen. Da ist er. So verschwitzt der Mann. Ja. Gleich geht's los, halbe Stunde. Heute eröffnet Rick Umut, der Weltmeister. Wir haben so viele Deutsche, wie gesagt 15 Leute. Umut direkt auf der Hauptstage. Elder spielt gegen den Italiener. Alle am Start. Mo ist wieder dabei. Man sieht nur seine Glatze. Geil, Alter. Man sieht einfach nur seine Glatze. Sieht einfach aus wie ein Ei. Musti nicht qualifiziert. Zu viel Nandos gegessen. Dulmike spielt mit. Das ist das Team von Elders. Man hat ja ein paar Vorgaben. Weil wer der Rechtsverteidiger? Als ZM? Alle? Warum nicht so ein Cafu oder so? Weil du dann die Krülle rausnehmen musst. Ach ja, stimmt. Man darf ja nur eine gewisse Anzahl an Icons und so, ne? Anders auch am Start. Guck mal, einfach Umut schlappen. Wahnsinn. Bodenlos. Der denkt, der ist im Wohnzimmer. Mo mit seinem super Englisch auch wieder im Interview. Ahmed auch so ein Falschgeld. Guckt euch die zwei an. So Leute, let's go. Das erste Spiel beginnt. Elin spielt auf jeden Fall sehr gut. Führt gerade 1-0 im ersten Spiel. Eli auch komplett konzentriert da drüben. Mo, Alter, ich weiß gar nicht, was bei dem steht. Erstes Spiel bei Eldos ist 2-2 ausgegangen. Jetzt kommt das Rückspiel. Also es gibt ja immer 2 Spiele gegen jeden Gegner. Und dann am Ende, wenn es unentschieden ist, dann geht es in die Verlängerung. Aber Eldos spielt auf jeden Fall sehr gut. Ich mag das voll ihm zuzugucken, weil er auch so viele Skills macht und sowas. Hat er sich doch was abgeschaut vom Ernesto damals. Ja, auf jeden Fall sehr stark. Und führt auch erstes Spiel 3-0. Ja, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Deutschen aussieht. Ich glaube, Mo hat auch gewonnen. Wollen natürlich, dass die Deutschen alle weiterkommen heute. Aber ich glaube, der eine oder andere wird sich trotzdem heute irgendwie rauskicken. Bin mal gespannt. Aber jetzt erstmal aufs Rückspiel bei Eldos. Malakos, erstes Spiel gewonnen, Alter. Was ein Spiel. Erster Sieger von uns. Malakos, Junge. Stark, Junge, stark. Komm her, lass mich dich schenken. Halt den. Oh. Let's go. So, ihr könnt ja nochmal alle Ergebnisse sehen von der ersten Runde. Umut einfach 12-1 gewonnen. Und jetzt beginnt die zweite Runde. Ich zeige euch das mal hier. Eldin spielt wieder gegen den Italiener, gegen Pepe, keine Ahnung. Aber die ersten Deutschen spielen auch schon gegeneinander. Und HSV gegen HSV. Also auf jeden Fall spannend. Nächste Runde, Ali spielt hier rechts. Einfach vorne jetzt Antonio gegen Anders.
Antoni hat früher immer seine Top 100 Packs bei mir im Stream aufgemacht. Jetzt sitzt er hier, wir sind stark. Und drüben spielt Mo. Und Eldin spielt gleich hier wie immer auf seinem Platz. Also wie gesagt, Leute, es kommen die Leute weiter, die 3 Siege holen. Ist eigentlich easy zu verstehen. Und wenn man 2-0 steht, dann spielt man auch gegen einen, der 2-0 steht und so weiter. 1 Meter für Eldin im Hinspiel. Kommt dann nebenan mit drauf. Nein. 1-0 Eldos, Freunde, im ersten Spiel. Übersteiger, ja, 9. Zack. Eldin hat sein erstes Spiel gewonnen. Ich glaube, 4-2 war es. Er spielt richtig stark heute. Klar, 1-2 kleine Fehler sind immer dabei, so, aber offensiv brutal. Was der für Tore macht, wirklich. Also, wenn er so weiterspielt, dann heute safe. Safe, alles easy. Der muss das jetzt gewinnen, hat er 3 Matchbälle hintereinander. Das Rückspiel. Und es läuft auf jeden Fall echt krass. Ja, haben wir am Kämpfen mit Zahnseide. Ich hab den gerade von meiner Jacke einen Code gegeben. Der hat richtig schön seinen Apfel zwischen Zähne. Kriegt er nicht raus. Aber Verlängerung mit der Eldos, Freunde. Steht 4-4 insgesamt. Der Gewinner steht 2-0. Und das wäre so wichtig. Ja, Leute, Eldin hat sein zweites Spiel leider verloren in der Verlängerung. Echt bitter gewesen. Umut hat auch verloren. Da stehen jetzt richtig viele Deutsche auch 1-1. Und 1-1 immer so eine schwierige Situation, weil du willst dann halt nicht verlieren. Wenn du immer verlierst, dann musst du alles gewinnen, um weiterzukommen. Aber 1-1, da kann man noch rauskommen, finde ich. Also da weißt du ja, du darfst 1 noch verlieren. Aber wenn du dann 2 Niederlagen hast, dann ist es schwierig. So, jetzt wird sich erstmal gegönnt hier. Nudeln mit Chicken. Hast du was anderes genommen? Nein, genau das gleiche. Junge, der hat sich gerade beschwert, wollte noch anderes Essen haben und so. Digga, du bist der einzige YouTuber, der mit einer Vlogcam vloggt, ne? Ist geil, ne? Hier, kannst du ja selber sehen. Digga, voll Hightech und so. Die ist geil, Alter. Besser als mit Handy. Findest du? Ja, mit Handy ist halt einfacher, ne? Ja. Akku leer. Aber hast du 2. Nice. Ja, schlau. Vielleicht mache ich auch mit neuem iPhone. Ja, 2 Handys dann. Ja. So, da sind wir zurück. Mit Nudeln. Und mir geht's gut. Essen macht mich immer super Laune. So scharf ist das gar nicht. Findest du? Das ist schon scharf. Arrabbiata. Und jetzt kommt's. Doppelt brennt. Jetzt kommt's. Bei dir wird's auch morgen doppelt brennen. Gegen wen spielt er das jetzt? Nee, oben direkt neben ihm. Ah, direkt neben ihm, okay. Noch schon die Bildschirme ein bisschen weggedreht beide. Krass. Ali spielt gegen Umut, ne? Ist auch ein gutes Spiel. Ja. Aber die ganzen Deutschen kicken sich jetzt raus, ey. Ja, auf jeden Fall viele gute Duelle jetzt am Start. Bei Eldin läuft es gerade nicht so gut. Ist gerade 2-0 am Zurückliegen. Wenn er das Spiel verliert, dann steht der leider 1-2. Ja, wird schon werden. Gucken uns jetzt noch die letzten Games an. Dullmike hier gerade mit dem Ausgleichstreffer. Also hier Tore über Tore. Das ist wie die Konferenz hier. Ich kann euch mal die Kommentatoren zeigen in der Mitte. Die sind hier in so einem Pult-Ding. Komm, wer schlau macht, Eli. Einfach einen Stuhl geholt, setz dich hier mitten hin. Wir stehen alle seit gestern hier. Wir sind gerade die anderen am Spielen. Umut führt gerade, glaube ich, 4-3 gegen Ali. Mo liegt leider zurück. 6-4. Eldin hat sein Spiel auch zu 90% verloren. Also das heißt gleich, wenn alle 2-2 stehen, dann wird sich der eine oder andere Deutsche rauskicken. Hoffentlich spielt nicht irgendwie Mo gegen Eldos oder so. Das wäre Katastrophe. Eldin muss jetzt beide Spiele hintereinander gewinnen. So gut gestartet und dann irgendwie der Trümmerbruch gekommen. Da steht jetzt alles 1-2. Wer kann gegeneinander spielen? 1-2 stehen Eldos, 1-2 steht Dullmike, 1-2 steht Mo Aubameyang. 1-2 Ali, weiß ich gerade. Ich glaube schon, ja. Das war's. Das sind aber alle von uns. Nur Umut und Koray stehen 2-1, also positiv. Ja, das ist verrückt. Also es können sich jetzt die Deutschen rauskicken. Eine Niederlage und es ist vorbei. Alle müssen jetzt beide Spiele ineinander gewinnen, um nochmal weiterzukommen. Antonio muss jetzt den Elfer reinmachen. Jawohl, Junge. Das Ding ist, hier ist das Event. Und zu den Toiletten muss man komplett das Gebäude wechseln und irgendwo dann noch Gänge langlaufen und so. Oder am Arsch der Welt die Toiletten. Also ich bin jetzt gespannt, wie gegeneinander spielt. Ich hoffe, es spielen keine Deutschen gegeneinander. Das wäre ekelhaft. Aber Eldos macht das jetzt back-to-back. So, das hoffentlich vorletzte Spiel von Eldin. Und zwar spielt er gegen Lenny. Wenn einer verliert, ist er raus. Auf der Bühne spielt gleich Mo. Wenn er verliert, ist er auch raus. Deswegen nochmal schön auf die Bühne hier, der Ex-Weltmeister. Da stehen viele. 1-2. Deswegen. Oh, direkt 1-0. So muss es sein. Guck mal, direkt hier in der Anmoderation. Sofort. 1-0. Sollte man die Kamera anlassen, oder? Guck mal hier, die Jungs aus Düsseldorf. Die sind gerade schön feiern im Karneval. Spielen auch 2 Deutsche genommen, einfach Dullmike gegen Falkrook. Mo hat sein erstes Spiel 3-2 verloren. Wenn er das Rückspiel auch verliert, dann ist er leider raus. Erstes Spiel bei Eldos geht 5-5 aus. Fast ein Hinspiel. Jetzt kommt das Rückspiel.
Mole gerade mit 3 Toren zurück, hat nur noch 30 Minuten. Sieht sehr schlecht aus. Also aus Mo wahrscheinlich raus. Ah, ist das bitter. Mo macht einfach Comeback aus der Hölle. Ein Tor, Mann. 15 Minuten. Hält das auch 7-6 hier. Ole. Ah, ist vorbei. Mo ist raus. Mo leider raus. Jawohl, Leute, Elliot hat's gemacht, Alter. Stark. Stark. Wichtig. Stark, Souflaki. Jetzt noch ein Game, dann ist Elders durch. Aber es stehen so viele 2-2, Dullen, ich glaube Ali, Umut auch sogar, glaube ich. Boah, das wird gleich, könnte ein ekelhaftes Matchup geben in der letzten Runde. Nur alle 2-2. Eieieiei. Und? Stranger habe ich. Stranger? Wieder Köln. Dullen, Amen. Ali, Hazers. Koray gegen Mert. Elders gegen Stranger. So Leute, jetzt geht's überall um alles. Letztes Spiel, 2-2. Lieben auch. Ali, Rocking, Stranger. Komm Leute, Elfmeter, Eldin. Erstes Spiel, komm, mach ihn. Bitte. Oben rechts. Jawoll, Junge. 1-0. Eldin, erstes Spiel, 3-3. Und nochmal spannend, die anderen Games auch. Man weiß noch nicht, wer weiterkommen wird. Nichts ist entschieden, überall alles so knapp, so viele Tore. Jetzt geht's ins allerletzte Rückspiel. Letzten 45 Minuten. Wer kommt weiter? Koray liegt zurück da drüben. Ist auf jeden Fall spannend. Ja, voll Junge. Boah, Leute, einfach 4-4, 66. Ronaldinho. Ach, Scheiße. Das war's. Dullen Mike hat's geschafft. Von 0-2 auf 3-2, Alter, krass. Meine Eldin leider raus. Dullen ist der Einzige, der sogar weitergekommen ist. Antonio ist noch weiter. Ein paar Deutsche sind noch am Start, aber viele sind raus. Zum Abschluss des Tages testen wir heute mal Shake Shack. Style hat gesagt, super Laden hier. Den Shackmeister nehmen wir. Was ist da drauf? Cheeseburger mit marinierten Zwiebeln und Shack-Sauce. Ist gut. Ja. Aber man muss dazu sagen, dass Shake Shack unsere zweite Wahl war. Okay. Weil wir eigentlich nennen das gut. Ja, eigentlich wollten wir da, aber da waren wir schon, Leute. Deswegen, da gehen wir morgen nochmal hin. Heute testen wir nochmal einen schönen Burger hier aus. Zu Nandos. Oder zu Nusret nochmal. Wieso nochmal? Ich war da ja noch nicht. Ja, stimmt. Debüt. Gibst du aus? Ja, ich gebe aus. Wenn ich mit BVB Kreditkarte zahlen kann. Geheim. Oder ich habe einfach bestellt. Scheiß einfach Arrestio. Arrestio, einfach Zauberspruch von Harry Potter, Alter. Ja, wir haben $21 gezahlt, mal gucken, wie das schmecken wird. Wie heißt du? Als ob. Stark. Auf seinen Nacken also. Auf seinen Nacken geht das. Stark. Eieieiei. So, das erste Mal Shake Shack. Mal gucken, wie das schmeckt, ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. In Dubai habe ich es auch mal probiert, aber da war es nicht so geil. Mal gucken, wie es jetzt hier in London ist. Alles ist weg. Und das? Film noch nicht immer. Dabei. Doch. Die Pommes war super, war knusprig, knackig. 8,5 von 10. Die geriffelte war auch super. Ach komm. Pommes, was sagt ihr? Die war schon gut heute, knusprig alles. Was ist das denn? Warum hast du viel übrig gelassen? So? Gut. Okay. Die Burger, der erste dieser Scheißmeister Schackmeister. Er bekommt von mir eine 8,5. Der hat zu viel Salz gefehlt. Da war zu wenig Salz drauf. Aber sonst geschmacklich super. Es war ein Smash Burger. Was ist ein Smash Burger? Ein Burger. Genau. Die schmeckt auch. Smash. Smash, ja. Smash of Heads. Der war super. Und der Chicken Burger, der war sehr stark. Das Chicken war wie Chick-fil-A in LA. Brutal. Aber ich würde sagen, so 8. Insgesamt kriegt der Laden von mir eine 8 von 10. Weil Preis-Leistung ist ja auch wieder schwierig. 30 Euro für 2 Burger, eine Pommes. Und ich habe mich da ein Getränk gehabt. Aber war schon gut. War sehr gut. Also geschmacklich top. Kommt aber nicht an die Burger in LA dran. In Dubai war das auf jeden Fall auch schlechter als hier. Hier war das. Wo sind wir jetzt hier, Hamed? Wir gehen jetzt in ein geisteskrankes Restaurant. Boah, Junge, wie schnell geht das hoch, Alter? Ich hab Höhenangst. Ich schwöre, ich hab Höhenangst. Boah, Digga, was passiert hier?
Hör doch auf. Ey, Bruder, das geht viel zu schnell hoch, ne? Ich kack ab. 40. Stock. Alter, was ist das denn? Bruder, wir sehen ja ganz London hier. Als ob wir aufs Flugzeug gucken. Bruder, guck mal runter, ich wirf alles weg ab. Ey, ich schwör, das ist geisteskrank, ne? Oh, wir essen jetzt hier, Leute, mit dieser Aussicht. Nochmal letzten Tag ausklingen lassen. Geisteskrank. Wir sind einfach oben im so Rooftop. Meine Stimme ist komplett weg. Wir bestellen uns jetzt irgendwas auf Hammels Empfehlung, Mann. Geisteskrank, wirklich. Wunderschön. Oh, guck mal, wir sind so dumm. Wir gönnen uns um 2 Uhr nachts hier nochmal fett essen. Fett, ne? Fett, ne? Oder ist ein Baklava? Wir stellen Mac and Cheese, einfach Portionen kleiner als meine Hand. Was hast du da wieder? Ente bestellt mit Vanilleeis? Ja. Nein, Ei, Bruder. Also, Ali, was hast du da? Frühstück, Bruder. Geil. Um 2 Uhr. 2 Uhr gönnen wir uns Frühstück. Ah. Wir essen gerade diese Harry Potter Bohnen. Was? Was? Was ist du da, Dreck? Nein. Was hast du da, Ali? Scheiße. Scheiße, ey, ich hatte zum Glück Zuckerwatte, Leute. Mir war gut. Ich glaube, du hast Erdwurm. Mir war gut. Was kann das jetzt sein? Das Beste, was dir passieren kann, ist Erdwurm. Erdwurm? Erdwurm? Lauf mich nicht trotzdem, weil das sagt der nicht. Was ist das? Dumm, eklig. Das ist aber Erdwurm. Kotze bitte kotzen. Das ist Erdwurm, ja. Erdwurm? Bruder, bei mir ist gar nicht so schlimm. Du hast schon wieder ein Gras bekommen. Ich hab grün. Ist nicht so schlimm. Du hast Gras bekommen. Ja. Oh, wow, Alter. Green Apple. Wallah ist Apple. Ja, ja, geil, Alter. Ja, Traube Minze. Noch ein, noch ein. Bruder, das schmeckt behindert eklig. Alle ja. Was kann Kotze sein? Boah, ist Kotze. Digga, einfach Kotze. Das ist das Schlimmste, was Geisteskrank. Und das war's an der Stelle auch von dem zweiten London-Vlog, Leute. Es geht heute zurück nach Deutschland. Und dann war ich jetzt insgesamt eine Woche jeden Tag irgendwie unterwegs gewesen. Kein Wunder, dass man auch ein bisschen krank wird wieder, weil man jeden Tag wenig schläft, viel erlebt, viele Leute trifft. Aber es war wirklich eine sehr, sehr geile Woche. Auch hier in London war echt cool, mal wieder die ganzen Jungs zu sehen. Erstes Offline-Event von Eldin. War cool, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, mir hat es echt Spaß gemacht, mal nicht nur FIFA-Content hochzuladen, sondern auch mal Vlogs zu machen und so. Es war schon was sehr Geiles. Und ja, Leute, gute Nacht. Ich verabschiede mich und ciao.